Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen OMSI-Folge hier auf ÖPNV. Ja, wir sind heute mal wieder in München unterwegs. Wir haben uns das Ganze eigentlich noch gar nicht hundertprozentig angeschaut. Nichtsdestotrotz kam jetzt vor einigen Tagen ein neues Update. Und schaut mal hier. Hup, hup. Ich könnte ja was sagen, aber ich lasse es lieber. Ja, wir sind heute auf der Linie 154 unterwegs. Die war nämlich, oder ist, das neue Highlight jetzt in dem neuesten Update. Und die wollen wir uns anschauen. Von, also 154 von Nordbahn, nee, von Nordbad nach Tivoli-Straße. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so sollte das Ganze passen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier alles. Und lassen wir uns am besten überraschen. Wir spielen das Ganze natürlich mit Track IR und Lenkrad und so. Ne? Ihr wisst ja, wie das Ganze mittlerweile läuft. Ja, sonst gibt es noch zu sagen. Es nervt mich, dass ich jedes Mal irgendeinen anderen Code eintippen muss. Leute, es nervt irgendwann, ja, wenn jeder DEC irgendeine andere PIN und jeder andere DEC hat dann wieder irgendeinen anderen ID-Code und hast du nicht gesehen, lass das doch einfach weg oder nimmt einen allgemeinen Code. Mein Gott, also man kann es auch ein bisschen übertreiben, finde ich. Jetzt muss ich erstmal wieder hier stundenlang rumsuchen, bis ich endlich mal den Code gefunden habe. Ja, das ist dann, ja, schön. So, dann muss ich jetzt nochmal rüberlinsen hier, kann mir das Ganze schon mal so ein bisschen aufmachen. Ja, 27914. So, können wir schon mal starten. Heizung läuft bereits. Das ist gut so. Bin mal gespannt, wo wir hier langfahren. Ja, das ist natürlich. OMSI bringt ein Update nach dem anderen hier zu hier gefühlt. So, was war das? 27914. 27914. Und PIN ist 67213. 67213. Spektakulär. So, Anmeldung Linie Kurs. Wir haben hier heute auf der 154.01. Schauen wir mal. Nordbad. Nach Tivoli Straße. Kann das hinkommen? Schauen wir mal. Jawohl, das passt. Wundervoll. Da haben wir das denn. So, jetzt müssen wir natürlich hier noch einen Fahrplan auswählen. Gibt es denn einen? Weil ich habe nämlich schon gelesen, es gibt nämlich gar keinen. Nein, Tatsache, es gibt wirklich keinen Fahrplan. Den hat man vergessen wahrscheinlich mitzuliefern. Es gibt halt klar die 100, 150, 153, 154-1, aber hier gibt es aktuell nichts zu fahren. Ist wurscht, dann fahren wir halt ohne Passagiere heute, fahren einfach mal und schauen uns das Ganze dementsprechend einfach mal an. So wie das Ganze halt dementsprechend aussehen muss. So, Nordbad, Terminus und Stadt. Jetzt können wir das Ganze hier mal kurz mal speichern. Ah, tatsächlich finde ich das so besser. So. Und ja, von daher würde ich sagen, können wir noch nicht loslegen, weil wir sollten ja auch einen Gang einlegen. Das wäre traumhaft. So. So, tatsächlich ist es seit dem Release bin ich sie echt nicht mehr gefahren. Ich bin mal gespannt, wie sich die Performance macht, aber so auf den ersten Blick sieht die Performance schon deutlich besser aus als noch zum Release. Aber es kann täuschen, das kann täuschen. Was ist denn hier mein Schaltwippe hier so versifft hier? Was ist denn los? Ja, das ist, wenn Kinder rangehen, weißt du? Hii, Alter. Klebt richtig wieder an fest. So. Ach. Ja, man könnte ja auch mal eigentlich mal wieder ein Update für Tram Lotus kommen, ne? So Tram München für Lotus. Das wäre mal eine coole Sache. Das ist ja nun schon eine ganze Zeit ja auch nichts mehr passiert. So, du fährst hier einfach, alles klar, alles klar. Ihr fahrt einfach alle hier. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ah, oh, hier ist eine Garstadt. Ja, seht ihr, das meinte ich jetzt, zu früh gefreut.
Ist jetzt ein bisschen wie Lotus, weißt du, wenn du keine Fahrgäste einsteigen und so. Ja, aber naja. Haben wir Lotus gemacht, also warum soll man das nicht auch im Omsi machen? Aber ich denke mal, es wird. Wahrscheinlich, wenn die Folge online kommt, haben sie schon längst gefixt. Dass dann auch Fahrgäste drin sind. Ich denke mal, das sollte ja kleinstes Problem sein. Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Er spielt sich echt so anders als der Bussimulator. Wenn du schon wieder ein paar Tage lang nur den Bussimulator gespielt hast, ist Omsi absolutes Neuland wieder, ja? Oh. Achso, ich werde mal gleich noch was machen. Oh. So, ich werde mal hier kurz das hier, kann ich hier jetzt ausblenden, damit ich nämlich auch sehe, ob ihr auch genug Ton hier habt. Und nicht, dass das Spiel wieder allgemein wieder zu leise ist und ihr wieder nichts hört. Das Witzige ist, normalerweise kann man es ja auch ohne Fahrplan spielen. Ja? Da steigen die Leute ja trotzdem ein, aber hier steigt nicht mehr irgendwer ein. Aber ich glaube, die Performance ist besser geworden. Schön, dass man auch daran arbeitet. Der Schluck auf, echt. Wird nicht zufällig hier mit? Sieht es nicht so aus, ob ihr große Anstalten macht, jetzt hier einzusteigen. Tja, so schaut's also aus. Augustenstraße.
Ding. Ja. Oh, ein Edeka. Türkenstraße, naja. Das klingt irgendwie ein bisschen voll abfällig, oder? So, der Name Türkenstraße. Mit Parkschein, Werktags 7 bis 23 Uhr.
Ja, aber man muss sagen, das sind eigentlich alles Haltestellen, die man bereits kennt, ne? Also hat sich jetzt nichts irgendwie groß getan. Jetzt außer Nordbad halt, wirst du eigentlich relativ schnell dann auf einer bekannten Tour gelotst und dann fährst du jetzt halt auch dementsprechend diese Touren ab. Ich meine, verkehrt ist es nicht, ne? Wenn es die Buslinie halt im Realen gibt, also warum nicht, ne? Das ist schon in Ordnung. Aber ist jetzt für mich jetzt als großes Highlight des Updates jetzt natürlich jetzt ein bisschen mal eher durchwachsen. Cool finde ich es, dass sie es mit reingenommen haben. Ja, man hätte es ja auch einfach weglassen können. Oder man hätte ja zum Beispiel dann nochmal Taler dafür zahlen können. Kennt man ja, sogenannten DLCs. Also dieses Jahr nach der PlayStation kommt auf jeden Fall noch ein neuer PC. Also zumindest neues Mainboard und neue CPU muss leider her. Wer immer bloß traurig finde, ist, dass mein CPU noch nicht mal am Anschlag ist mit der Auslastung. Oh ja, viel, Mann, wenn ich das lese. Man hat bei mir jetzt ja, ich war jetzt letztens mit Tochterle, war ich jetzt beim Augenarzt gewesen, weil bei ihr so ein bisschen was mit den Augen kontrolliert das wird. Ich habe auch gesagt, so, ja, pass auf. Mittlerweile ist es schon so, dass ich, wenn ich nachts Auto fahre, manchmal die Straßenschilder nicht mehr lesen kann. So dieses Weiße mit schwarzen, ne, mit der schwarzen Schrift und so. Das verschwimmt so ein bisschen. Ja, ich muss jetzt zukünftig. Ey, was ist denn jetzt los? Darf jetzt zukünftig eine Brille beim Autofahren tragen. Das ist ganz toll. Das, ja, ich sag mal, fordert jetzt meine aktuelle Position jetzt also irgendwas stimmt hier heute nicht. Das ist ganz, ganz komisch hier, Leute. Ganz, ganz komisch hier heute. Ja. Darf ich jetzt zukünftig also eine Brille beim Autofahren tragen? Wie auch direkt mal zum Optiker gegangen, mal gezeigt, so, weil ja, sie hat jetzt halt so getan, so, weißt du, ist nicht so schlimm, so, weißt du. Wie also zum Optiker hin, so, ja, eine Brille hier, so und so. Sagte sie zu mir so, naja, also mit dieser Sehstärke würden sie auf keinen Fall mehr einen Führerschein, ja, Sehtest bestehen. Gucke ich sie an und sage einfach nur, na Gott sei Dank habe ich schon einen Führerschein. Ach Mensch. Also ist natürlich sehr, sehr erforderlich, so, ne, wenn ich sowieso schon so ein paar Schwierigkeiten habe im Auge, dass jetzt natürlich auch noch sowas mit dazu kommen muss, ja. Damit ich so schön für den neuen Arbeitgeber dann nochmal so ein richtig, also vielleicht bald hoffentlich Arbeitgeber, so richtig schönen Eindruck schinden kann.
Ja, also, was soll ich sagen? Das altbewährtes kennt man schon. War jetzt nicht gerade die absolut große Neuheit. So, wollte gerade sagen, hier steckt da ein oder was? Das hätte mich jetzt stark gewundert. Ja, also wie gesagt, es ist altbekanntes, kannte man jetzt natürlich schon. Wir haben hier praktisch zwei Linien geschnitten. Das ist jetzt praktisch so eine Verbindungslinie jetzt halt zu den zwei. Gut, ja, ja, okay. Kann man machen. Völlig jetzt, wie gesagt, ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm. Ja, wie gesagt, es gibt andere, die würden dafür Geld verlangen, dass da eine neue Linie mit dazu kommt. Aber hier ist es halt mit inbegriffen, finde ich, eine großartige Sache. Schön finde ich auch, dass hier an der Performance weitergearbeitet wurde. Ich habe das deutlich, deutlich schlechter in Erinnerung von der Performance her. Hier muss man wirklich sagen, hat sich doch einiges getan. Also von daher auch hier, ja, gibt es eigentlich nichts zu beanstanden. Eigentlich traurig, dass ich das Ganze vernachlässigt habe, hier mal so ein bisschen in München rum zu cruisen. Vielleicht werden wir das Ganze jetzt ja, ja in der nächsten Zeit ja ein bisschen öfter mal wieder sehen. Denn ich glaube, eine Linie haben wir tatsächlich vergessen, die wir nicht gezeigt haben. Das bedeutet einfach, dass wir das eigentlich nachholen müssten. Aber nun gut. Das soll es erstmal gewesen sein von der heutigen OMSI-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen. Schreibt es in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Und sonst sehen wir uns natürlich wieder zum nächsten Video hier wieder. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.